Haben wir doch schon was fertig? Toll. Deine erste Grafik. Bist du zufrieden? Ja. Findest du, das können wir so posten? Ihr müsst schon runterschreiben, dass es von mir ist, sonst wird es schwierig. Also ich bin heute bei Cursatec in der Marketingabteilung. Das ist die Laura. Hallo. Hi, ich bin Laura, Social Media Managerin bei Cursatec. Heißt, ich hänge natürlich den ganzen Tag nur auf allen Plattformen ab. Ach nee, ist das schön. Ja, das ist der Fabi, das ist unser Video-Creator. Der hat nachher auch noch eine kleine Aufgabe auch noch, für dich. Oh Gott. Ja, das hier ist dann auch schon dein Arbeitsplatz jetzt für geht's heute. Schon los. Saß lange nicht mehr am PC. Das wird sich heute ändern. Also ich hatte heute drei verschiedene Aufgaben bei Cursatec im Marketing. Die erste Aufgabe war, einen Social Media Post zu entwickeln. Hast du schon mal sowas gemacht? Absolut nicht. Ich wollte erstmal hier ein Textfeld einsetzen, habe schon wieder vergessen, wie das geht. Willst du eine Überschrift oder eine, ja, das ist ein kleiner Text. Da links auf alle ändern, da kannst du auch schon was reinschreiben noch, oder? Genau, dann hast du hier noch so Elemente oder kannst auch Fotos dann suchen, wenn du Azubi oder irgendwas eingibst. Sieht bisher schon sehr schlecht aus, also bist dich auch groß. Hier, Neon ist immer gut. Oh, findest du, das kann man gut lesen? Nee, ich schau mal, was das wird. Und hoffentlich ist meine Chefin dann auch zufrieden mit mir. Zack. Ja. Kannst du auch noch größer ziehen an den Ecken? Zeichnen wollte ich nicht. Du kannst auch selber was zeichnen. Nee, bisschen, auf gar keinen Fall. Bisschen höher. Was sagst du denn als Marketing-Expertin? Ja, gut, dann nee, sag lieber nichts, weil ich merke schon, es wird nichts. Ein paar Sachen muss er bei seinen nächsten Grafiken auf jeden Fall noch beachten, aber fürs erste Mal hat er es auf jeden Fall ganz gut gemacht. Ich glaube, es muss dazu erwähnt werden, dass er von mir ist, nicht von einem Experten. Dann verleiht es der ganzen Sache noch ein bisschen Charme. Wir haben auch noch eine Unterschrift, falls jemand dieses Exemplar haben möchte. Bitte gern melden. Ja, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht geworden fürs erste Mal. Und dann habe ich dem Fabio noch geholfen beim Video, oder nicht Video schneiden, sondern Video drehen. Genau, hier ist der Button dann zum Aufnehmen. Dann nehme ich die immer, fasse hier unten einmal drunter, habe so, damit ich einen schönen festen Griff habe. Für Social Media gehen wir dann in den Hochkantbereich. Und das Eduard wird jetzt einmal gleich hier so lang gehen. Das hat er richtig gut gemacht. Ja, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Mann, ich bin echt schlecht vor der Kamera. Und die dritte Aufgabe war dann, die Azubis zu fotografieren, die mir den Job sehr, sehr leicht gemacht haben. Also jetzt muss man sagen, wir machen erstmal Einzelfotos, fangen mit dir an, irgendwie von einem sauberen Hintergrund, dass es schön weiß ist, dass wir da dein tolles Gesicht drauf kriegen. Super, das sollte doch passen. Ich hoffe, ich konnte helfen auch in dem Bereich. Ich habe das erste Mal, glaube ich, so richtig eine Kamera gehalten und Videos gemacht. Fotos schon ein paar Mal öfter, aber Videos gemacht. So, wo lässt es sich am besten arbeiten? Cursatec. Ey, das müsst ihr sagen, Alter. Was ist denn jetzt los? Ja, also mir hat super Spaß gemacht, dass Torben heute da war. Und er hat auf jeden Fall auch seine Aufgabe super gemacht. Und deswegen würde ich sagen, waren sehr, sehr coole Eindrücke. Das Team hat mich gut unterstützt. Waren alles sehr, sehr nette Leute. Hat einen sehr schönen Tag mit ihm. Hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank an ihn. Und ich freue mich, wenn wir dann bald wieder mal hier sind. TikTok haben wir auch, da mache ich mehr oder witziger Lust. Mehr oder witziger? I do not have time for this. I do not have time for you. Zeig das mal, ich glaube, das war unterirdisch schlecht.